Gibst du erstmal Gar jetzt nichts. auf? Gizmo, ich hätte vielleicht auch eine Idee, kurz um den Traktor rauszuziehen, Ach, dass ich übrigens vielleicht sind. ziemlich ans Wasser fahre und dann mit dem Schneidwerk kurz davor lenke, dass es so mir den Traktor ein Stück rauszieht. Es gibt übrigens noch einen weiteren Mod, und zwar den Gardehole-Auflieger. Den kann ich nicht zeigen. Sekunde mal. Da ist er. Und den habt ihr ja schon gesehen vor der Show auf dem Bild. Na, hier, Gardehole Game Show. Kipper. So. Oh, und Kipper gibt's auch? Gibt's den Ja, auch zum Kipper Download? gibt's. Ja, Kipper, der Auflieger und der LKW sind in einem Pack. Also LKW und Auflieger, die werden auf jeden Fall kommen, weil die habe ich aus dem Standardspiel und beim LKW muss ich halt mal schauen, ob ich die Freigabe kriege und ansonsten muss ich da halt die Sachen eben rausbauen, die von einem anderen Modder Ich sind. kann abfahren, ich 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 kann nicht abfahren. Wo kann ich nicht einsteigen? Hallo? Hallo? Kaputt. Da geht's. Ja, der war wahrscheinlich im Wasser, sonst ein T8 steht auch noch fertig zum Abfahren. Ein T8 steht fertig zum Abfahren. Wo ist der denn? Irgendjemand Hier ist wird da auch. jetzt aber rein. Ja, ich komme angefahren. Kann das Namensschild nicht sehen. Ach, da sitzt jemand Der drin. Gnome muss den Ich fahre Dampo einfach einmal mal ein bisschen hier zurücksetzen. rum, dann sehen die Leute auch mal was. Ist ja auch nicht schlimm. So, ja, weitere Fragen aus dem Chat? Dafür Wie machen wir das lange ja. hast du heute vor? Die Standardfrage bei Ja, jedem kann ich nicht Stream. beantworten. Kann man Ja, nicht. gut. Heißt nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich jetzt sage, das dauert noch eine Stunde, dann sind die Leute sauer, wenn es länger dauert, weil sie hatten sich ja schon was anderes vorgenommen. Wenn ich sage 3 Stunden und es dauert dann nicht 3 Stunden, sind sie sauer, weil es nicht 3 Stunden gedauert hat. Also gucken wir mal. Du kennst das doch. Ja. Das ist doch eh. Wie man es macht, das ist verkehrt. Stream doch einfach, solange du streamst. Genau. Deine Solange, bis ich einzige abschalte. Option. Hä? Ja, deine einzige Option ist, Chrissy, eine versuch mal unter Zeiteinheit das zu Rohr zu erfinden. kommen. Ja, ich glaube, das hat keine Kollisionsabfrage. Aufpassen mit dem Ah, schade. Miteinanderreden, weil sonst kriegen die Leute ganz schnell die Krise da draußen. Wolltet ihr nicht auch irgendwie auf dem anderen Server ausgucken? Ja. Aber ich bin ja nicht Das der, bin kommt nicht dann Regie, doch, das ja? ist Basel hier. So, jetzt fahre ich erstmal ab hier mit den Riesen. Oh. Also wir streamen noch 18 Stunden, dann habe ich da genug Zeit, alles einzuplanen. Ja, also du kannst rübergehen, wann du rübergehen willst. Jetzt fahre ich erstmal ab hier. So. Aber gib Bescheid, wann du rübergehst, dass die anderen zuerst gehen, dass da nicht alle nur, also dass der Zuschauer nicht Dann nur bin ich ganz Ladende alleine sind. hier. Oh, aber so müssen ja nicht alle gleich hier weg. Es kann ja einer, zwei bei dir bleiben. Ach, Wir sind das genug Riven Leute. geht also ohne Laden? Ja, das Ich Riven geht muss ohne Laden, aber das sowieso Kommen hier nur mit bleiben, Laden. weil ich habe das Siehste. Pack nicht. Siehste, ein Anhängsel hast du schon mal. Das bist nicht allein. Theo bleibt auch hier. Also da mehr Mai da Gala IA gefragt hat, Ja. ob es noch eine Chance zum Nachjoinen gibt, Was will er denn geh nachjoinen? halt jetzt auf einen anderen Server, ne? Und Was hoffe, dass will es er denn hinkommt. nachjoinen? Was? Will er auf unsere Community-Server als Mitglied? Ist er schon Mitglied? Ist der Server wie immer voll? Sind die anderen beiden Server auch voll? Fahren wir irgendwann in der Also ich dritten oder habe das vierten jetzt hoch? mal Wie so weiß das als das die einfachste Version verstanden, als 19 Uhr ist halt um, ne? Ja, ich bin ein bisschen zu spät gekommen und deswegen konnte ich nicht mehr drauf. Deswegen wollte ich auch nicht stören. Und wie spricht man dich richtig aus? Aglaya. Gesundheit. Was nochmal? Aglaya. Ach so, ja, ohne das Mama davor. Nur Ja, Aglaya, das das ist ist schon viel einfacher. Gesundheitswünsche. Was sind denn Eierbeeren? Ach so, wir wollten dem Furzkissen ja nicht mehr Plattform bieten. So, da ist er. Gala, ich fahre jetzt gleich Oh. zum nächsten Feld. Warte mal gerade, ich komme gerade von. Ich fahre gerade an dich Ledig. heran. Muss man immer bei den Formulierungen aufpassen. Da vorne wird übrigens Grummet gemacht, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was wird da gemacht? Heu. Gras. Netherlands Oh, was haben wir da denn für einen Spaßvogel? Gras, das ist gefährlich, die Aussage. Oh, ja. Ja, das ist das Nicht, Schöne. dass das SDK bei dir jetzt einläuft. Wir haben ja deine Adresse, um das zu melden. Das Ja, ist das. vor allem nach den letzten Geschichten, das passiert ist in der Gegend. Hä? Lest mal im Forum. Da war Echt mal. etwas mit dem Gras. Öfters im Forum Ich lesen. bezog mich gerade auf den Chat und wollte nochmal herausstellen,
wie schön und wichtig es doch ist, dass wir da einen fähigen Chatbot-Moderator-Beherrscher haben und ja, Leute, die sich auch um den Stream herum um alles kümmern, also die technische Seite und alles, nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Ja, jetzt habe ich abgefahren. Wo fahren jetzt die Drescher wieder rum? Einer war hier, wo ist der andere? Ich habe einen Drescher gefunden. Ben, Gizmo, Benny hat jetzt noch den Kobold gerade versenkt. Nein. Oben da, wo der... Ich musste über Garderobe lachen. Oh Gott, weil das Benny, also als Tipp, ja, von einem weisen alten Mann an dich, Jungspund, nimm eine andere Map, wo nicht so viele Gräben sind. Ich glaube, da hast du mehr Spielspaß. Jetzt weißt du, warum sie das so gut können, mit den Fahrzeugen rausholen. Benny lässt sie üben. Ja, ich verstehe das schon. Nicht nur Benny. Ich bin heute das erste Mal auf dem Server hier. Auf dem hier? Ja, auf dem hier. Ich fahr zu Feld 66 gerade. Ich bin ja immer neugierig, was denn da jetzt gerade gebannt wurde. Also welche da die Nachrichten, die da aber normalerweise... Und nebenbei merkt für die, die jetzt gerade hier zuschauen und sagen, die Map ist nichts für mich, wir haben noch weitere Server mit anderen Maps. Genau. So. Ist ja nicht so, dass wir einen Server haben, sondern alle unsere Server sind Community-Server, die entsprechend dann halt auch geschützt sind und wo eine Story erzählt wird, wo diese ganzen netten Leute hier. Sagt nochmal Hallo Zuschauer da draußen. 1, 2, 3. Hallo Zuschauer. Hallo. Ja, hallo. Aber dazu kam gerade eine Frage von Max Mustermann. Wie finden wir diese Map? Die Leute, die jetzt, falsch gefahren. Die Leute, die jetzt hier wirklich schon einige Tage, möchte ich ja fast sagen, auf dieser Map verbracht haben, könnt ihr mal sagen. Was ist denn so Tolles an dieser Map? Richtig. Also so an sich, das einzig Tolle ist eigentlich wirklich, dass du immer überlegen musst, wie du fährst mit den ganzen Gräben und so. Weil ich meine jetzt so wirklich grafisch oder funktionstechnisch bietet die Map halt nicht so schrecklich viel. Das Einzige, sagt er. Also das ist vielleicht die Herausforderung, dass man halt das einfach nicht blind fahren kann. Ja, genau. Man merkt halt, dass die geübten Fahrer hier im Vorteil sind. Na, Benny? Ja. Andere Meinung zu der Map? Gibt Gizmo eigentlich nochmal Gas? Da, oh, gut, der gibt jetzt schon Gas. Schwede, da wissen wir auch jetzt den Grund, wie das immer passiert. Ganz lieber Gnome. Gerade hast du in beiden Hängern Raps oder nur im ersten? Wollen die das wissen? In Bayern. Mit dir das Gerät wechseln, dann siehst du. Wechseln das Gerste. Ja, wenn der Gerste ist, dann muss ich das ja erst wegbringen. Wo fahre ich denn das jetzt hin? So, bei Feld 44, da ist unser Lager. Feld 4. Oh, du lieber Gott. Okay, ich fahr zu Feld 44. Da ist ja wieder die links, wo der weiße Anhänger ist. Da ist ja wieder in ihrer Zeit ein paar Kommentare zu beantworten. Ist das ein Durcheinander hier? Ihr seid ein undisziplinierter Haufen. Machst du auch einmal ein Tutorial für Gigants Editor Modding oder so? Hab ich schon und werde ich nicht nochmal machen. Er hat sich ja kaum was geändert. Echt? So richtig? Ich meine, das ist ja ewig. Da kann man ja alles Mögliche und da muss man halt 3D-Modelle erstellen. Ja, es geht aber wesentlich darum, wie Leute, wenn sie irgendeinen Mod haben und den nicht eingebaut kriegen, wie sie die Map kriegen. Das ist 99% der Dinge, die Leute wissen wollen. Und dafür gibt es ein Tutorial bei mir im Kanal und das hat sich seitdem nicht geändert, wie das funktioniert. Das ist immer was. Nee, aber er hat doch gefragt nach Gigants Editor Modding. Das klingt doch ein bisschen mehr als nach, wie installiere ich einen Mod. Nee, das ist halt... da gibt es halt ganz, ganz viele Mods auf Modhoster, da steht dann dabei, musst du mit dem Giants Editor einfügen. Und genau das zeige ich in den Tutorials. Aha. Ja. Und sonst so muss man die doch immer nur da reinkopieren. Bei dem weißen Hänger habt ihr gesagt. Ja, das ist dann, wenn die nicht platzierbar sind, sondern in die Map verbaut werden müssen. Wie zum Beispiel die Schweinemast, die auf einigen Servern hier verbaut ist, die musst du halt einbauen, die ist nicht platzierbar. Und das muss halt über den Giants Editor machen. Wobei sich im Giant Editor auch ein bisschen jetzt zum LS15 hin geändert hat. Und die Frage von eben zum Anfang, ja, ich habe hinten Gewicht. Die Frage wurde übrigens vor ungefähr 15 Minuten gestellt, also ist nicht so, ne? Läuft. Funktioniert denn auch hier alles, was so eingebaut ist? Also Abladeträger und sowas alles? Bitte? Oder habt ihr da, funktioniert hier auf der Map alles? Oder habt ihr hier irgendwie hier
Bugs oder Fehler tatsächlich auf der Map festgestellt. In der Version, die wir im Moment haben, sind noch einige Fehler da. Wenn wir mal die neueste Version der Map kriegen würden, wären einige Fehler behoben, wie zum Beispiel, dass wir kein Stroh verkaufen können. Nur ein Disc gegen Fußel. Ach, das war Phishing for Compliments. Ach so. Nein. Das bezog ja, sich auf die Frage von Max Mustermann. Du hast das fein gemacht. Ich fange wieder an, Kommentare zu schreiben. Oh. Aber ich find's gerade gut, wie im Chat, jetzt habe ich vorher gerade gelesen, du sollst nicht Innenansicht fahren, jetzt kommt gerade, du sollst Innenansicht fahren. Du hast es ja gleich. Ja, das ist halt so. Dann fahr doch mal halb. Also so, die Kamera halb draus und halb drin. So, ich fahr jetzt so. Also so, genau. Jetzt hat er schon wieder gefragt, was ist dein Lieblingsspiel? Das gibt's nicht. Also das ist ja immer, weiß ich nicht. Alle Spiele sind doof. Nee, du spielst ja was und dann irgendwann bist du das dann halt leid und dann suchst du was Neues und spielst das. Landwirtschaftssimulator zum Beispiel spiele ich gerne, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel. Kann ganz klar sagen, weil dafür bietet es halt zu wenig spielerische Tiefe und zu wenig Management und so weiter, ne? Würdest du das unbekannte neue Spiel als eins deiner Lieblingsspiele definieren, von dem, was du jetzt so überweist? Von dem, was für dieses Spiel... Im Februar kommt? Dieses Spiel, was nicht im Februar erscheinen wird, sondern irgendwann. Wenn das geplante für diesen Titel umgesetzt werden kann, glaube ich schon, dass wir da eine kleine Revolution sehen, ja. Und dann wäre das auch sicherlich... Also das kommt schon sehr an das ran, was ich mir halt für den Landwirtschaftssimulator wünsche. Sehr, sehr nah an das ran. Ist an einigen Dingen dann wahrscheinlich komplexer, als ich es gerne hätte. An anderen fehlt was. Aber das ist halt immer so, wenn man spielt. Aber es ist auf jeden Fall weit, weit, weit über dem hier. Und das ist halt das... Ob es das zum Lieblingsspiel wird? Vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Nein, schon, weil es viel hübscher aussieht. Ja, was? Weiß irgendjemand, ob auf dem Server Vogado... Ich glaube, wir sind auf Helsinki, oder? Nein, gerade sind wir auf Utrecht. Guten Morgen, Benni. Guten Morgen. Apropos Garda, der Chatfrager kann man mit dir mitspielen. Guten Morgen, Herr Gardarol. Ja, das wird noch. Wenn du mal fertig bist mit Stimmbruch, dann klingt das auch wieder vernünftig. Die Frage war, ob man hier mitspielen kann. Ja, ja, das hat Sadadog aber schon erledigt. Kann man hier mitspielen? Ja, ob das noch gesagt ist. Ja, kann man, ne? Bewerben? Läuft. Genau. Man sollte vielleicht nochmal erwähnen, dass das nicht unbedingt bei Gardarol mitspielen ist. Nicht, dass dann einer unbedingt mit Gardarol spielen möchte. Genau, das gibt's nämlich nicht. Nein, man bekommt Endotheo praktisch an den Hals. Ja, genau. Das hat damit muss man dann leben. Das sollte man sich gut überlegen. Ja, ja. Ja. Wo ist denn jetzt mein Drescher überhaupt, von dem ich da... 66. Ja, ich bin ja schon fast in der Nähe. Aber ich bin erst bei 37. Sag mal, Benni, wo wohnst du? Nicht in Holland. Sag ich jetzt lieber nicht. Ist, aber in Deutschland, ne? Ja, Region Deister. Nicht England. Nein, aber da fahre ich momentan im ETS. Ich glaube, das verwirrt mich. Ja, das glaube ich auch. So, haben wir das auch geklärt. So, weitere Fragen aus dem Chat-Channel. Muss mal ein bisschen hier. Fragen. Bam, bam, bam. Ein nach der anderen. Ja, das geht auch mehr, ne? Also, Nubus hat gefragt, wer denn die Map erstellt, die ihr gerade spielt? Wer die erstellt hat? Von wem ist die? Ja. Fussel, Antwort. Ja, von einem exquisiten Modder natürlich. Ich gehe gleich schauen. Dem weltbekannten... Ich guck grad schon. Von den Bergen. Was? Ey, wie komm ich jetzt zum Feld? Was ist denn das? Wo bist du gerade? Nein. Die Map ist von nsnextgeneration.com. Ja. Wo bist du? Nix. Ruhe. Selber rausfinden. LSNG Mod Team? Probier mal rechts. Ruhe! Jawohl. Nein, nicht sagen, wo ich lang muss, meine ich damit. Ach so. Der Garda kann das schon alleine. So, ich bin schon groß, ja. Teilweise. Der Firefighter hat gefragt, gibt es eigentlich einen Fan-Mod? Ja, gibt es. Ja, eigentlich. Ja. Das eine Fan-Mistgabel, eine Schubkarre.
Nein, es gibt natürlich auch Traktoren schon. Ah, wäre das nicht geil, wenn ein Spiel rauskommt, wo du mit Fan-Traktoren drin sind?